Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich habe mir vor kurzem mal wieder Modern Warfare Remastered runtergeladen und da dachte ich mir, da ich das schon länger mal vorhatte, spiele ich in diesem Video einfach mal die niceste Sniper-Mission all time. Ich sollte aufhören mit diesem Denglisch. Ne, auf jeden Fall spiele ich die Mission gut getarnt. Vielleicht sagt es ja den einen oder anderen was, aber ich hatte das wirklich, wie gesagt, schon länger mal vor und mache das jetzt direkt und los geht's. Scheiß auf das Intro, das soll ja hier kein Let's Play werden. Einfach nur dem Typen hinterher rennen, dann kann es schief gehen. So, da sind wir denn auch schon. Bewegen kann ich doch, jetzt kann ich mich bewegen und auf geht die wilde Fahrt. Ich freue mich. Eigentlich habe ich gerade Kopfhörer drin, aber irgendwie höre ich nicht. Ach, war einfach nur zu leise. Alles klar, Alter. Okay. Das wage ich aber echt dolle zu bezweifeln, Alter. Nämlich den. Nice. Nee, ich meine, man hockt sich in Blickrichtung von den Leuten einfach so auf den Boden. Aber dank dem Tarnanzug sieht man halt nichts, ne? Ist auf jeden Fall sehr realistisch. Alles klar, ich denke nicht dran. Weg mit dem. Okay, auf geht's. Über den Zaun, perfekt. Na, wo willst du denn hin, ha? Huh? Keine Bewegung. Ich weiß, dass da oben einer ist. Ja, da ist er. Dann baller ich jetzt weg. Den habe ich. Guck mal, er macht auch so. Nice, Alter. Er gibt mir Props für den Schuss. Perfekt. Nee, wenn dann leise ausschalten. Komm her. Perfekt. Okay, los. Auf geht's, Alter. Ich finde halt einfach diese ernsteren Call of Duties echt nicer. Deswegen freue ich mich auch echt schon auf den neuen Teil. Muss ich ehrlich sagen. Das bunte Abgespacete bei Black Ops ist, wenn ich die Wahl habe, eher weniger cool. Macht aber trotzdem Spaß. Ja, ja, ich bin doch schon da, Alter. Ja, versteck dich so schnell. Ah. Sich direkt im Sichtfeld hinzuhocken, ist kein Problem, aber bei einem Heli macht er übelst die Welle. Alle ruhig bis jetzt. Na, wo willst du denn hin, ne? Es passiert immer so lange nichts. Ja, ich will zu dir. Oh. Jetzt einfach nur dem hinterher, dann kann ja nichts schief gehen, ne? Aber das ist schon gruselig, Alter. Ich meine, die würden einen in echten Leben 100% sehen. Aber fürs Spiel gibt's schon ein nices Feeling, ne? Ja, ja, ich ist alle Idiot. Ich mach doch schon nichts. Alles klar. Ich klebe einfach an deinem Arsch dran, Bengel. Schon krass, Alter. Alles klar, wir haben es geschafft. So gut wie. Nein, natürlich siehst du mich nicht, ne? Alles klar. Ich bin quasi in dir, Alter. Wenn sie dich nicht sehen, sehen sie mich auch nicht. Ja, immer mit der Ruhe, Kollege. Ich hätte mich vor lauter Panik im echten Leben wahrscheinlich gar nicht mehr bewegt, aber... Immer mit der Ruhe. Ja, Mann, er steht wieder einfach so auf. Perfekt. Bin da. Ja, diese korrupten Schweine. Da haben wir eine bessere Sicht. Ziel eliminiert. Tötet er den nicht auch? Hab ihn erwischt. Ich hab den erwischt. Arschloch. Wir müssen sie gleichzeitig erledigen. Ah, ist doch in Ordnung, Alter. Der labert mich ja in einem Stück voll. Überhaupt schon mal. Der hat nicht geschossen. Ah, ich sag ja schon nicht mehr, Alter. Er ist ja jeder Captain, ne? Fühl mich auf jeden Fall zu Unrecht beschuldigt. Hasse sowas. Gute Nacht. Wow, er hat geholfen. Okay, ich bleib im Schatten. Hey, Susi. So wird das gemacht. Gehen wir. Du bist ein richtig starker, Alter. Ich habe richtig Angst vor dir. Vorderer Bereich, sicher. Okay. Los. Dann los, weiter. Wir haben es geschafft. Los jetzt. Beeilen Sie sich. Hier ist alles frei, ich stehe doch da schon.
Nein, nein, los. Er rennt jetzt hier einfach los, Alter, und ballert die Dinger auf. Ich weiß nicht, kann man das irgendwie mit der Realität vergleichen? Ich glaube nicht. Na dann go. Dass sich da unterm Auto was bewegt so, das sieht natürlich auch keine Sau. Ist ja auch null offen oder so, also denke ich mal, geht das hier schon fit. Aber was erwarte ich auch, das Call of Duty, ne? Aber macht trotzdem Spaß. Muss ich vielleicht hier eine Stumm machen oder so? Ja, ist gut, Alter. Dann los. Ja, bin ich. Jaha. Dann los. Wir haben es geschafft. Und weglaufen, Alter. Perfekt. Wir sind durchgekommen, ohne dass uns jemals einer gesehen hat. Ist das nicht toll? Das hätte ich gar nicht erwartet. Irgendwie hätte ich das wirklich nicht erwartet. Keine Bewegung. Scharfschütze. Wunderschön. Da ist er. Ausrutsch gesichert. Perfekt. Da ist mal richtig entspannt, so ein Video zu machen, wo man sich nie anstrengen muss. Muss ich mal ehrlich sagen. Auch bei der Hitze, du, ist da richtig. Das ist wie ein Eis gerade. Oh, ein Hund. Gucke mal. Vergiss es, das ist nur ein wilder Köter. Köter. Lassen wir den mal am Leben, wa? Der sieht nicht allzu freundlich aus. Ja, der wohnt ja auch hier komplett isoliert von Menschen. Wir müssen nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Der verwildert ja mit der Zeit. Ja, ach du Scheiße. Lauf, Junge. Lauf! Ey, ich hab grad Schiss wegen den Bällen. Weil mich gerade noch darüber gefreut, dass ich das hier mal ohne. Oh, da redet mir mal ins Wort. Dass ich das mal hier geschafft habe, ohne gesehen zu werden. Und dann bellt der Hund, ey. Das wäre natürlich scheiße. Oh Mann, das war schon ein geiles Bild. 50.000 Menschen haben in dieser Stadt gelebt. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Machen wir uns mal nicht vor, wir kennen sowieso alle diese Mission schon. Ich weiß jetzt auch, dass die hier vorbei ist. Mir hat es auf jeden Fall mal Spaß gemacht, gerade so ein bisschen hier so rumzublödeln. Auch beim ersten Versuch direkt geschafft, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Weil sobald eine Aufnahme an ist, verkacke ich sowieso immer direkt alles. Aber hat ja gut funktioniert und ja, dann würde ich sagen, war es das hier an der Stelle. Lasst es euch gut gehen, wir hören uns hoffentlich in den nächsten Videos wieder, Leute, und tschüss.